Und damit herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein The New Order. Es geht weiter mit dem fröhlichen Nazi-Metzeln. Ich bin schon richtig heiß drauf, mich hier durch ein paar Menschenfeinde zu schießen. Ja, liebe Omi. Anja ist im Kofferraum. Opa ist da und Opa hat gesagt, töten sie alle. Und das werden wir auch tun. Oma, kein Grund, dass die Hände zittern. Wir regeln das hier. Wir kommen an diesen Nazi-Schergen vorbei. Hier im Jahr 1960, wo das Regime die Welt übernommen hat. Eine Rüstung kann nicht schaden. Und Munition fürs Scharfschützengewehr. So, also, wie ist denn hier die Lage? Ich denke mal, wir machen mal hier eher den Schleichigen. Oder wir versuchen es. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Da ist ja schon ein Nazi. Und wenn ich jetzt rumfeuere, dann... Wenn ihr das... Außerdem sind zwei Signale entdeckt, dann muss noch ein anderer in der Nähe sein. Wo ist der jetzt? Da. Dich krall ich mir. Hat sich ausgenazit. So. Da oben ist eine Kiste. Da oben sind noch Nazis. Ich schnapp mich mir alle. Habt ihr das gehört? Ich schnapp mich mir euch alle. Aha, aha, aha. So weit, so gut. Das hier ist so eine Art Baracke-Kaserne. Da ist ein Alarm oben. Eine Alarmtröte. Das gefällt mir gar nicht. Mitten in der Höhle des Löwen. Hier ist bestimmt alles voller Nazis. Und ich hoffe, ich sehe sie, bevor sie mich sehen. Zum Beispiel der hier. Ah, ein Kommandant. Sehr gut. Die können ja Verstärkung rufen. Eine Pistole. Die haben ja hier im Jahre 1960 Schnellfeuerpistolen. Patient massakriert. Ganze Anstalt. Medischock. Etwas Lebensenergie kann nicht schaden. Ein Sturmgewehr. Das steht der Hauptstadtmädels. Aha. Die neue Bademose, schätze ich. Im Jahre 1960. Tesla-Granaten. Ja, diese Granaten muss ich mal ein bisschen verwenden. Tesla-Granaten klingt ja heiß. Immanuel Schell, ein Buch von ihm. Ich kann den Titel leider nicht lesen. Es kann aber nichts Gutes sein. Eine Schreibmaschine und ein paar... Eine Funkanlage, so. Aha, da hinten ist noch einer. Noch ein Kommandant, wie ich sehe. Hier oben ist doch auch einer patrouilliert, oder nicht? Da haben wir ein MG. Er schreit da auch. Verdammt, das darf nicht wahr sein. Drohnen auch noch. Nein, nein. Und ich bin hier wie eine... Oh, Schutzscheibe hier, mitten im Freien. Wo ist das Drecksviech? Da! Mach dich weg, du! Boom! Wo ist die andere? Da! Das war's. Ja, ja. Mhm, mhm. Nein, ist er gar nicht. Jetzt huscht doch nicht so umher. Bleib doch mal an einem Ort. Genau. So. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Jawohl. Das war's für euch. Ja, das wär's. Zurück zum Wagen. So geht's auch. Ja, es ist eigentlich gut gelaufen. Es hat ja kein Kommandant Unmengenverstärkung gerufen, da die ja ziemlich früh schon außer Gefecht gesetzt waren. Damit ist eigentlich alles gut und ich bin happy. Das war ja der zweite Kommandant. Den hatte ich dann ja gleich
Und dann war es das schon für die Kollegen. Haufenweise Lebensenergie, das kann ich schaden. Munition. Ach, schön. Schön. Wow, tolle Schadensmodelle. Wow, die kann man ja echt Stück für Stück kann man die zerlegen. Geil. Das macht richtig Spaß. Gut. Außerdem eine tolle Schnellfeuerpistole. Mit kaum Munition. Nehmen wir doch mal lieber das Sturmgewehr. Was haben wir denn hier noch? Ah, Munition, also. Da war doch noch eine ganz andere Hütte, eine zweite. Mit Munition und Messern und allem, was man will. Rüstung. Handeln. Stahlhelm. Allem, was das Herz begehrt. Leben. Essen. Gut. Das war's dann wohl. Da unten ging's auch nicht mehr rein. Aua. War halt so wild, das war sowieso temporäre Energie, die gleich weg ist. Dann zurück zum Auto. Das war das. Guten Mann, Preskovic, es faltet! Ich gute Mann, jawohl. Polnischen Großeltern von Anja. Und die liebe Anja im Kofferraum. Die wollte ja vorhin schon mitkommen. Okay. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Straße versperrt. Aufzug. Oh, Scheiße! Ach komm! Warum schmeißt du denn keine Granate? Ah, ich hab keine Granate. Das erklärt's natürlich. Akimbo. Ich mach den. Ja, dann schmeiß doch deine Granate. Kann ich die nicht zurückschmeißen? Nein. Nicht, wenn ich nicht schnell genug dran bin. Nee, machst du nicht. Oh, doch machst du. Ich seh dich auch. Oh, 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 oh. Wir gingen das um die Ecke lehnen nochmal genau so. Was ist denn? Ach, da. So, was steht hier? Wolf. Regierung hat mit Regime kooperiert. Eine Quelle in Rosenbad gab gestern bekannt, dass die Regierung während des Krieges insgeheim mit dem Regime zusammengearbeitet hat. Angeblich sollten wir neutral sein, sagte der Informant während eines Gesprächs mit unserem Berichterstatter. In Wahrheit jedoch haben sie die politischen Dissidenten von der Geheimpolizei des Regimes entfernen lassen. Das Institut für Völkerbiologie an der Universität hier in Uppsala führt seit langem auf der Ideologie des Regimes basierende Forschung durch, darunter die Vermessung und Katalogisierung der Schädelgröße des Volkes der Samen. Okay. Werden Sie Mondsoldat? Das ist heiß. Was steht da? Tage. Okay. Ah, jawohl. Das kann ich ja, da wir Wyatt gerettet haben, haben wir ja die Wyatt-Zeitlinie und da können wir Schlösser knacken. Ich weiß nicht, was man in der anderen Zeitlinie kriegt, in der Fergus-Zeitlinie. Wenn man den anderen rettet, den älteren. Nichts. Ah, fuck! Bin gar nicht hier. Das ist der, nach dem sie suchen. Meinst du? Nach mir wird gesucht. Ich fühle mich geehrt. Es ist mir ein Vergnügen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, meine Herrschaften.
ein Messerchen habe ich auch wieder. Das ich voll daneben geworfen habe. Oh, hier haben wir ja was. Rüstungsverbesserung, klasse. Das bedeutet, dass die Rüstungsteile, die ich einsammle, mehr Rüstung geben. Habe ich schon zwei. Das ist doch super. Achtung, Schimmel. Oh nein. Unbedingt vermeiden. Nein, Schimmel überall. Mond irgendwas. Ha, sieht er echt schön aus. Munition, Waffen. Okay, Action, Action. Ich will mehr Action. Bam, 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 bam. Ihr wisst schon. Sowas. Stattdessen bekomme ich Stahlhelme. Werden Sie Mondsoldat. Bleib wachsam. Einer von Ihnen. Verdächtiges Verhalten. Melde es sofort. Die Denunzierungshotline. Bitte Abschnitt 31 beachten. Richtiges Heben. Ja, das stimmt. So geht das. Sei leise. Man weiß nie, wer zuhört. Wo geht's denn jetzt? Bitte sehr hier weiter. Hier hoch oder was? Nee, da kann ich doch her. Hier runter, schätze ich mal. Jawohl. So, solange kein Alarm ausgelöst wird, ist ja gut. Gut, auch mit dem Aufdruck. Na los. Das habe ich nicht verstanden. Gut, hoch mit dem Aufzug. Na los. Eine kleine Waffenkammer. Was ist denn so komisch? Oh, können die da durchschauen? Hm. Das ist natürlich mistig. Ich hätte gerne mein Messer wieder. Ist da wen? Nein, da ist keiner. Die können da durchschauen. Ich gehe mal lieber hier herunter. Was? Ach, Typ. Komm mal klar. Da ist auf jeden Fall einer da rechts. Das ist echt schwer. Wo denn? Wer denn? Jawohl, Kommandant! Schicken Verstärkung zu der Bombe. Nein, bitte nicht. Keine Verstärkung. So ein Mist. Ist doch doof. Ich dachte, ich schleiche hier richtig ninja-mäßig rum und bin hier nur... Also, ich weiß nicht. Ja, hat mich wahrscheinlich von hinten irgendwie einer gesehen. Doof. Na egal, ich gehe diese ganzen Gegner einfach, wie es aussieht. Oder auch nicht. Hier gibt es nämlich exakt gar nichts. Doch ein Messer. Tja, sehr schön. Das hat's ja gebracht. Ist hier noch was von Interesse? Nein, ich muss zurück. Ich muss mich in den Kampf stellen. Es wird ein Gemetzel. Das verspreche ich. Oh ja. Buja-Kascha. Ich brauche aber eine gute Position. Ich glaube, hier ist schlecht. Die Musik ist ja cool. Wechsel Position! Ja, wechsel du mal deine Position. Ich umgehe euch hier doch komplett. Warum hat mich einer gesehen? Das ist echt ärgerlich. In der Kampf!
Alter Falter. Wie viele wegsteckt dieser Kommandant immer? Ach, da liegt einer jetzt. Was ist bald mal wieder Verstärkung? So. Wildes Einsammeln. Folgt. Ah! Von wo denn? Wer denn? Wo denn? Wo denn? Wer denn? Wo denn? Zeig dich, Schurke. Und wie schalte ich diesen verdammten Alarm wieder ab? Oder ist er schon ausgeschaltet? Ja, wechselt ihr nur eure Position. Ach ja, hier fliegen mir die Kugeln um die Ohren und ich sehe nicht. Ach, von da oben. Und von. Ja, komplett von da oben, denke ich. Wo ist der denn? Ich höre ein Geräusch, es macht Tucker, 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 ich sehe ihn nicht. Ach, da oben. Komm doch her. Was ist das für dich jetzt? Bist du tot? Ja, sieht so aus. Mann, 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 Mann. So. Mal wieder schön mit euch. Aber. Auch schön, dass es wieder vorbei ist. So, ein Schalter. Ja klar, ziehen wir den Schalter. Fahre die Plattform hoch. Ah ja. Gut, wir haben die Plattform hochgefahren. Jawohl, den kriegen wir. And another one bites the dust. Another one bites. Another one bites. Another one bites the... Dust. Wer erinnert sich an Folge 1 und das Stahlzäpfchen? Der hat gesessen. Voll in den Hintern. Möchte gerne mein Arschmesser zurückhaben von dir. So. Die Kisten kann man nicht zerlegen, die sind zu hart. Dann mal sehen, was es hier noch gibt. Helme. Diese Kiste geht auch nicht kaputt. Die hier schon. Munition. Ein Schalter, Hebel. Kein Schalter, ein Hebel. Ah ja. Kann man das vielleicht öffnen? Nein, sieht aus wie so eine Waffenkiste. Die Tür ist auch zu, ja, dann geht's da vorne weiter. Ah. Ja, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Die Straße ist nicht sicher. Regime, Leute, erschießen Sie sie. Wir warten hier. Die Nummer kenne ich schon. Da vorne ist zum Beispiel einer. Und da sind noch zwei. War hier nicht noch einer irgendwo? Da hinten ist einer. Nirgends, nichts, 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 niemand. Hier ist keiner. Mann, hier sind echt überall welche. Den könnte ich kriegen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie weit das Messer reicht. Ich lasse es lieber. Laden und schießen! Nein! Mann, wenn das Gelände nicht da gewesen wäre. Och, komm, nein, nicht wahr! Au, 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 au. Ach, Katastrophe. Egal. Vielleicht rette ich ja den Tag noch, indem ich hier einfach alle kurz mal
erledige. Oder sie auch mich. Da kommt ein Hund, da kommt ein Hund, da kommt ein Hund. Boah, der weicht aus. Wahnsinn. Der weicht auch noch aus. Die sieht man nicht mal bis auf den Mündungsfeuer da hinten. Ach, weißt du. Boah, der schießt mit dem Geschütz jetzt. Jetzt geht's aber los. Jetzt reicht's. Nee, ich bin nirgends. So, ich mir selber das Geschütz tot hatte. Bist du schon erledigt? Mhm. 68 Gesundheit noch. Das läuft ja hervorragend. Granaten können nicht schaden. Lebensenergie. Noch mehr Lebensenergie. Und da wollte ich hin. Hahaha! Jetzt verstehen wir uns, Freunde. Ich zerschieße die ganze Deckung wie nichts. Wo, da. So, wer möchte nochmal? Wer hat noch nicht hier? Drohne, du auch. Wer will noch? Will noch einer? Lebt noch einer? Hund. Mist. Egal. Wow. So. Jetzt ist Ruhe im Karton. Harter Kampf, aber ging. Spielkarten und so. Tut mir leid, dass ich hier so ein Chaos angerichtet habe. Das sind schon wieder Tage. Valerit-Tage. Such eine bessere Position! Ja, such du mal deine bessere Position. So sieht's nämlich aus. Und heute Spaghetti schnappe ich mir auch. Alles. Ich nehme sogar das Hundefutter von euren Hunden. Ich lasse euch gar nichts mehr. Braucht ihr auch nicht mehr. Ein bisschen Huhn aus der Dose. Kann nicht schaden. Jetzt seid ihr alle tot. Da war ich auch noch nicht. Haha, das ist echt schön, wie man hier alles zerlegt mit dem Geschütz. Da ist auch noch ein Geschütz. So. Gut, Blaskowitsch, gut! Festhalten, wir fahren! Jawohl. Festhalten! Wir fahren jetzt weg von hier! Sehr gut. Was bist du denn? Oh mein Gott. Roboter. Uhohoho, weg, weg. Okay. Oh. Wow. Wow. Ich bin schon fast tot. Das sind zwei auf einmal. Oh mein Gott. Was? 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 Nein! Was? Wie soll ich das denn überleben? Ich bin schon fast tot. Was ist das? Tesla-Granat vielleicht. Jawoll! 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 Ja, komm! Lass dir schmecken! Oh mein Gott! Nein, er kommt wieder! Er kommt wieder! Oh!
Ja, er ist erledigt. Er ist erledigt. Rüstungsteile. Das sind Rüstungsteile. Das sammle ich alles ein. Hahaha. Rüstungsteile, Rüstungsteile. Jawohl, jetzt habe ich eine Chance. Oh, fuck. Es sei denn, erledigt mich vorher. Okay, wie kriege ich den jetzt? Ich habe kaum noch Muni. Ich habe die gesamte Muni. Die Geschütze. Ich bin schon wieder fast tot. Aber ich habe einen Haufen Rüstung. Wo waren Geschütze? Da oben? Nein. Über mir. Direkt über mir. Entdeckung. Granate. Die schießen da immer so einen Plasmaschuss hin, der explodiert nach einer Weile. Wo ist jetzt das Geschütz da? Wo ist der Dicke da unten? Und ich bin fast tot. Ja. Ich habe ja keine andere Wahl. Jetzt kommt her. Sein Plasmaschuss. Nein, ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann mit dem Ding nicht mehr sprinten, um wegzukommen von den Schüssen. Weg von dem Schuss. Dicker, du. Nein, ich habe keine Muni mehr in dem Ding. Dann kann ich es auch wegschmeißen. Ja, jetzt haben wir wieder dasselbe Problem. Wie schmeiße ich das Ding da eigentlich überhaupt weg? Es gibt keine Taste. Ah, nein, jetzt hat er Messer geworfen. Jetzt wird er zusammengeschossen. Jetzt sterbe ich schon wieder, weil ich es nicht wegschmeißen kann. Mann, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich muss ewig lang eine andere Waffe auswählen. Dann kann ich es wegschmeißen. Da liegen noch Rüstungsteile. Die schnappe ich mir. Dann renne ich dahinter den Truck. So. Hier war doch noch irgendwo so ein Geschütz. Ne, das habe ich ja schon benutzt. Da oben, aber war das nicht leer? Oder ist das ein anderes? Das ist ein anderes, glaube ich. Na. Jawoll. Jawoll. Rüstung ist voll, deswegen kann ich nichts mehr einsammeln. Ich habe hier auch dieses Rüstungsverbesserungsteil. So, Oma. Wir verpassen den Zug. Ja, ich wollte nicht trödeln. Wo ist Anja? Hä? Ist die nicht hier drin gewesen? Anja, wir beide in einem Zug nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich wohne hier in Berlin. Das finde ich schön, dass wir nach Berlin fahren. Der Kaffee sieht ja toll aus. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Ja, Nazis. Riesen-Nazi-Roboter. Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Nein. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Nein, ich gehe. Er ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Kann ich nicht vielleicht. Psst, Nazis bedienen auch noch, ey. Komm. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Bubi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Manche Leute sind einem sofort sympathisch. Die zwei nicht. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Herzblatt? Boah, die sind ja schrecklich. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Ja. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden?
Was ist das für eine Nazi-Scheiße? Nein, das ist Machtmissbrauch. Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Die will bestimmt, dass ich die blauen Augen auswähle, weil es so arisch wäre oder so. Aber ganz ehrlich, ich finde blaue Augen echt schön. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Die reine weiße Blöte wahrscheinlich, Frau Nazi, nicht wahr? Aber ich finde den Schmetterling schöner, der ist bunter. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Tim. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Spinnen sind doch nur Tiere. Ich habe die nie irgendwie schlimm gefunden. Haufenweise Totenschädel, Mord und Vernichtung und Zerstörung. Das ist eklig, aber dafür steht ja ihr. Oh, ich kann die Pistole nehmen. Okay, ich mach's mal. Was machen Sie da?